Alter, 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 alter. Gramm, alter, sensationeller Fisch. Südlicher, neunstachliger Stichling. Und noch so andere Sachen. Ja, die kleinen Dinger, die will ich gerade fangen. Dieses Ding, aber da gibt es auch noch diesen ekelhaften, braunen, wurmartigen Fisch. Den will ich auch noch mal fangen. Und die Lümmels, die fehlen mir natürlich noch als Trophy. Ne? Ist natürlich klar, dass man dann so einen Fisch auch irgendwann mal fangen will. So. Ich lümmel hier, ihr Lieben, ich lümmel hier an der Achtuba rum. An der Achtuba. Und zwar heute hier mit nahezu dem feinsten am Setup. Mit dem feinsten an Setup, was es so gibt. 0,0. Millimeter. Schnur. Super dünn. 0,04 mm super dünne Schnur. Allerdings mit einer fantastischen Tragfähigkeit von 2,8 Kilogramm auf diesem Alter. Auf diesem dünnen Gerät. Und damit kann man hoppala, wunderbar eben auch so winzig kleine Fische stippen. Ich hätte allerdings gerne diesen Schlammpeitzger. Also wirklich dieses komische Wurmding. Guck mal, da vorne zuppelt es schon wieder los. Und da geht was. Ich hoffe, da ist er. Ja, nee. Ich hatte gerade schon ein paar dran. Der soll ja in dieser Woche auch hier auf dem. Auf der Köcher. Fliegenlarve funktionieren. Jetzt bin ich gerade mal so ein bisschen weiter hier rechts rüber und anscheinend sind hier einfach immer noch mehr Stichlinge. Das ist ja gar nicht das, was ich will. Machen wir den mal hier noch tiefer. Gehen wir mal so auf 90 und ich baller mal schön weit raus. Hier mit der Stippe. Probieren. Ja, ich probiere es gerade mit zweierlei. Also hier müsste eigentlich Grundberührung schon sein. Ich probiere es einmal mit den ganz leichten Bunesan Winkelpicker. Ihr seht hier schon, hier leuchtet diese grelle. Hoppala. Die grelle geflochtene. Na, das ist auch noch nicht so wurmartig. Winziger Giebel. Irgendwie scheint das hier gar nicht so gut zu sein. Hier vorne war das irgendwie besser. Bäm. Einfach mal so raus hier. Keine Ahnung, was das sind. 3,50 Meter oder was. Muss man nicht klippen, einfach raus. Alles hier in den Schlamm. Shitty goal. Und manchmal hat man dann tatsächlich auch einfach direkt hier was dran. Weil die Fische halt so leicht sind, sieht man es gar nicht. Das Schöne ist ja hier an den Winkelpickern, man kann die ja super zart einstellen. Also habe ich die natürlich auch super zart eingestellt, zartfühlend. 7 Gramm feinfühlige Spitze mit, ja, wie gesagt, dieser dünnen Schnur, kleines 20 Gramm Blei nur, winziger Haken 24 und Köcherfliegenlarve. Es könnte auch, und das kann ich ja vielleicht mal hier, es könnte auch der Mistwurm noch funktionieren. Hat auch geklappt. Und ich weiß noch, vor Monaten war das mal ganz wild hier mit diesem Fischchen. Auf Laich. Also wer da hart reincashen will. Laich hat eine Zeit lang auch funktioniert. Fischlaich. Ist halt ein Goldköder, ne? Keine Chance, den irgendwie anders zu bekommen. Das sieht aber sehr traurig aus hier. Oha. Da bimmelt's. Wie,
wie gesagt, also bei den Fischen, ne, ganz wenig Reaktion. Manchmal sieht man da so ein ganz leichtes Rumgezuppel. Das ist schon definitiv zu groß. Ich habe hier die. Ach du Scheiße, ich habe die Bremse viel zu hoch. Ich glaube, ja, Bremse auf 5 reicht. Wieder so ein oller kleiner Giebel auf dem. Das ist natürlich das Gefährliche, auf dem Mistwurm. Zuckmückenlarve mal drauf machen. Irgendwas Lüdes, irgendwas Kleines, Winziges. Das ist das Richtige für diesen kleinen, winzigen Fisch. Grund macht irgendwie gerade nichts, aber die steht auch vielleicht verkehrt, ne? Machen wir mal so auf 60. Zack. Jawohl. Wiener 1. Wunderbar. Nix. Oder man muss halt wieder die Abendstunden abwarten, ne? Ich hatte jetzt gerade in den frühen Morgenstunden, da waren 2, 3 dran. So, machen wir mal so ein bisschen weiter raus. Mutig. Einfach rein da, in die Mitte reinjubeln. Und ich glaube, hier macht es auch Sinn. Momentan gibt es ja noch diesen Bug, dass es hier anfängt zu wiggeln von der Schrift. Dann zuppelt halt die Schrift, wenn da ein Fisch dran geht, irgendwo. Das heißt, hier macht es, glaube ich, Sinn, dass wirklich mal aktiv zu nutzen, ohne dass man hier eine Route aufheben muss. Wenn man jetzt so ganz super zart hier unterwegs ist mit super dünner Schnur und allem Schnickschnack, dann will man ja keine verkehrten Bewegungen machen. Guck mal nochmal eben rein. Da müsste jetzt gleich halt irgendwie das Zuppeln anfangen. Na, beißt da was? Noch da nicht gebissen. Also tatsächlich auch erst, wenn dann ein Biss zustande kommt. Zack, jetzt zuppelt's. Also. Rein da. Und wieder der Verkehrte. Wieder der Verkehrte. Den will ich gar nicht, ey. Ich bleib noch auf der Köcherfliegenlarve. Vielleicht machen wir hier mal tatsächlich einen etwas größeren. Ich nehme mal hier einen 22er, Alter. Ganz mutig. 22er winziger Haken. Zack. Easy eben rauswerfen, so aus dem Handgelenk raus. Und ja. Und dann warten und sich die ganze Zeit vorstellen, wieder mal. Ach, warte mal. Ich könnte ja hier einen Doppelköder machen. Was frisst das Viech wohl? Oder ob ich da mal eine Fliege mit dran machen soll? Ob das triggert? Alter, gleich gibt mir da irgendwie eine. Ein Kilo Rotauge dran und reißt mir erstmal die Schnur ab oder sowas. Ich sehe es schon kommen. Von der Schnur her bin ich hier übrigens bei, das ist eine kleine Ultralight-Stippe. Tragfähigkeit 2,2 Kilo. Ich habe 1,2 Kilo Tragfähigkeit Schnur hier nur drauf. Also super, super, super fein und zart. Und da müssen wir jetzt natürlich dann gleich gucken. Also wenn da irgendwas ein bisschen zu groß wird, ist sofort RIP. Ich ziehe den hier nochmal ein bisschen näher ran. Einfach mal so ein bisschen ufernah werfen hier. Werfen wir mal hier vorne hin. Geil. Ja. Schlammpeitzger, die fiesen Dinger. Jetzt weiß man auch, warum man das Mistvieh einfach nicht als Trophy bekommt. Finde das erstmal. Wer angelt denn auch an der 8 Huber mit Level 28 im angehenden High-Level? Wer angelt da denn auch mit einem kleinen winzigen 20er, 24er Haken auf kleine, kackwurstartige Fische? Kannst du halt auch überhaupt nicht mal ausdenken, sowas. Wer auf so eine Idee kommt. Oh, da zuppelt was. Da zuppelt schon was los. Und Hebebiss und... Oh mein... Oh, oh. Verdammte Karausche. Nee, Mann. Nix hier jetzt Karausche. Schlammpeitzka, Alter. Oha, 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 oha. Gerade hier rummarschiert.
schön Stück für Stück immer weiter und da zuppelt's los und da ist, oh, da ist was Dickes dran. Oh mein Gott, 1,2 Kilo. Oh, 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 oh. 1,2 Kilo Tragfähigkeit. Hier muss ich tatsächlich mal rankeschern. Komm ran hier, Alten. Alter! 1,2 Kilo Tragfähigkeit. Dann geht dann 800 Gramm Rotauge drauf. Das ist aber gefährlich. Ich bin jetzt hier rumgetigert. Ist. Au, wow, wow! Alter! Glück gehabt. Auf einer 5 eskaliert's schon. Auch nochmal ein Rotauge hier, oder was? Alter, hier ist aber gefährlich. Schon bin mit die nächste Rute los. Bremse runter. Hui. Bremse runter. So. Alter, wodurch waren denn die Bremsen so hoch? Ich habe die Schnur geändert. Alter, wo bin ich denn jetzt hier mittlerweile? Genau, ich bin jetzt hier schön rummarschiert, alles abgetestet. Bisher noch nicht so richtig erfolgreich den Peitska gefangen. Vorhin waren hier so ein paar kleine dabei. Ein schöner maßiger, beziehungsweise zwei maßige Köcherfliegenlarve. Da ist er, der olle Schlammpeitzger. Ja, sieht aus wie die Jungs von der Cantina-Band. Und ja. Wunderschöner Fisch. Wundert mich eigentlich, warum den nicht irgendwie jeder ständig fangen will. Ist doch mal was anderes. Oh, 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 oh. Aber vielleicht ist er einfach zu selten. Ha, da ist der nächste hier. 40 Gramm. Bam. Du, 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 du. 40 Gramm, unmaßiger Fisch. Weiter geht's. Da geht noch was. Oh, das auch. No. Oh mein Gott, Alter. Und auf 1. Also, davon ausgehend, dass der andere auf der 3 gerade keiner ist mit dem Gewicht. Zuppel dich doch lieber direkt hier auf der 1 nochmal, auf der Stippe. Und jetzt können wir auch das hier rausziehen. Jeppa. Die ollen Rotaugen, Alter. Warte mal, Moment, 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 Moment. Habe ich hier nicht den größeren Haken? Ich gehe wieder auf den 24er Haken, mach wieder die Köcherfliegenlarve dran, baller raus bis da hinten zum Holz. Hier scheint es tatsächlich gerade welche zu geben. Oh, 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 oh. Ja, der nächste, 51 Gramm, endlich. Wer lange sucht, wird auch irgendwann mal was finden. Top. Und wieder kleines Rumgezuppel. Ob der nur nachtaktiv ist? Da schon wieder. Ob der nur nachtaktiv ist? Der Kleine? Ich habe trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einen größeren Haken dran machen sollte. Weil ich, weil ich irgendwie so die Unmaßigen immer nur fange. Aber schon wieder direkt, ey. Okay, das war zu früh. Das war zu früh. Einfach hier so mittig rein. Zwischen. Hier liegt ja noch so ein Holz. Oh, da ist sogar was dran. Oh, 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 oh. 22 Gramm. Aber jetzt mache ich da was drück. Jetzt mache ich 24er. Ich mache einen 22er Haken nochmal dran. Auch auf die Gefahr hin, dass hier ein paar Rotaugen vielleicht reinrasseln. Und der, weiter geht's. Und dann, oh, oh, oh. Oh. Alter. 90 Gramm, Alter. Das ist mal noch nicht richtig geil, aber immerhin schon mal 90 Gramm. Das ist mal schon mal was Schönes. Ich glaube, ich muss da mehr da hinten zu dem Holz werfen. Das ist doch mal endlich ein schöner, maßiger, ekliger Fisch. Komme ich da mal mit der Stippe weiter raus? Weiter geht nicht. So.
Gezuppel hier auf der Stippe. Oh, 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 oh. Oh, das fällt sich aber eigenartig. Eigenartiges Verhalten. Und es bimmelt auch auf den anderen Routen. Auf der 2, glaube ich, gerade einer dran. Wieder so ein Fallbiss. Aber das hier, das zuppelt nicht wie ein... Alter, nicht nachlassen, nicht nachlassen, nicht nachlassen, habe ich gelernt. Kescher raus. Alter. Oh, 400 Gramm, ey. Und was haben wir hier? Alter, 101. Das ist doch mal ein dicker Wurm, Alter. 101 Gramm. Geil, ey. 101 Gramm, Alter, Falter, ey. Der hat sogar schon fast gezogen hier, ey. Unnormal, ey. Komm, müssen wir nochmal dran hier. 22er Haken. Jetzt wollen wir die richtig dicken. Köcherfliege. Zack und gib ihm. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Es bimmelt hier die ganze Zeit freudig vor sich hin. Viele Rotaugen hier an dem Spot. Einfach nochmal der Blick auf die Map. Also hier unten auf F5 ist es quasi, ja, am Ende. Hoppala. Öppa. Viele Rotaugen. Viele Rotaugen. Viel Kleingedöns, einige Stichlinge dabei und da ist er, der südliche neunstachlige Stichling und Alter, der geht aber hart rein. Und nicht ganz so viele von dem Schlammpeitzger, allerdings, wenn euch der Fisch noch fehlt, hier kriegt man ihn. Hier ist er zu fangen. Mit super feinem Setup, super zart, beziehungsweise ich habe jetzt gerade noch den Kompromiss halt, super zarte Schnur und naja, sagen wir mal, ein winziger Haken ist es noch, ich habe hier 22er und 24er Haken, also nicht nur die allerkleinsten Haken, in der Hoffnung, dass ich hier den Schlammpeitzger fange mit über 100 Gramm und nicht nur 101, wo ist er, da ist er, nicht nur 101, das ist auch schon schön und dick und fett, sondern da kann ruhig noch ein bisschen mehr. Und schon wieder los. Also, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Jetzt viel rumgetestet an vielen Spots. Alter, und da geht's weiter. Frequenz ist da, wenn man jetzt natürlich alles mitrechnet, ne? Also wenn man hier einfach noch ein bisschen Grundangeln pushen will, wobei man das eigentlich mit 28 schon nahezu bei 100% haben sollte. Da ist der nächste Schlammpeitzger. Aber auch wieder auf dem 24er Haken. Bis zu 200 Gramm ist das der Hammer. Bis zu 200 Gramm das Viech. Hammer, oder? Winziges Rotauge. Vom Gewicht her. Ah, das wäre schon zu viel, oder? 57 Gramm, krass. Also, so ein 200 Gramm Viech müsste sich hier auf diesem Setup schon mächtig reinhängen. Der wird schon richtig Eindruck machen hier. Und der nächste geile Drill. So. Ich würde sagen, ich ziehe noch ein paar Rotaugen raus.
Petri, ihr Lieben. Toi, toi, zieht raus hier den komischen Schlammpeitzger. Ich bin sehr gespannt, ob wir da nicht irgendwie einen aus der Community hier sogar noch in die Rekorde reinkriegen. Das wäre doch mal was. Beim Schlammpeitzger-Angeln, Alter. Oder wir machen demnächst mal ein Wettangeln auf Schlammpeitzger. Ganz anderes Ding. Also, 100 Gramm, mein größter. 101 Gramm bisher. Wer fängt den nächsten? 100 und... Ja, 102 muss drinne sein, ne? Interne Rekordliste. Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Ich probiere noch ein bisschen. Und wenn ich was Dickeres gezogen habe, dann schreibe ich das auch noch ins Discord rein. Mehr als 101 Gramm wird da ja wohl drinne sein. Bis dahin. Tschüss.